Hallo meine Lieben, ein kurzes Update zum wöchentlichen Plan. Wochenende hat natürlich super geklappt, nämlich nicht. Wie ihr sehen könnt, habe ich bei ARK das Survival Plus durchgestrichen. Ich habe mir Survival Plus angeguckt, ich habe auch hatte angefangen aufzunehmen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich das alleine spiele, ohne mir eine Mod zu besorgen, die meine Engrams erhöht, komme ich gar nicht an die ganzen Rezepte ran. Ich habe mir jetzt überlegt, ich schaue mal was anderes an, bis das neue DLC kommt, nämlich Steampunk. Fand ich richtig cool, so von der Art her. Ich spiele Steampunk dann auf der normalen Island Map, denke ich mal. Vielleicht entschließe ich mich auch anders. Das werdet ihr dann sehen, wenn morgen die Folge kommt. Auf jeden Fall wird es jetzt Steampunk. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Wenn jemand von euch das schon gespielt hat, kann er mir ja gerne schreiben, was er dazu noch nutzt an Mods. Ich werde am Anfang jetzt erstmal meine ganzen Mods, die ich sonst habe, ausstellen, weil ich gerade ja selber auf einem Singleplayer spiele und nicht auf einem Server, wo ich halt vorher alles mal durchtesten kann. Im Singleplayer ist das halt ziemlich doof. Man muss immer drauf löschen, drauf löschen. Deswegen, wenn ihr ein paar gute Tipps habt, immer her damit. Ansonsten bleibt die Woche eigentlich so, wie es da steht. Ich versuche diese Woche wirklich Life is Strange 4 und 5 rauszuhauen. Das heißt, ich muss mal schauen. Moment, Wochenende ist ja auch der erste, ne, am Sonntag. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es, dass wir Samstag und Sonntag jeweils eine Episode raushauen. Dann haben wir das fertig und können halt im Oktober gleich mit dem neuen Projekt starten. Ne? Aber immer alles ohne Gewehr. Das ist ja jetzt der Plan für die letzten 4 Tage. Heute zählen wir ja nicht mehr mit. Genau. Ja, 5 Tage. Fünf. Bis zum Wochenende sind es 5. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann später in einem der Videos wieder und morgen spätestens zum Stream. Ich danke euch, wünsche euch eine schöne Woche und lasst euch nicht ärgern, ne? Bis dahin, bye.